Das ist momentan die größte und längste Pflanze bei mir. Die geht da bis an die Decke und hat auch schon mehrere Triebe. Unglaublich braun- und krautvolle Resistenz, sogar im Freiland. Also im Freiland ist die mir erst im November durch den Frost kaputt gegangen. Egal wie viel es geregnet hat, die hat kaum Braunfäule bekommen. Da habe ich nicht mal ein Blatt abzwicken müssen wegen der Braunfäule, obwohl es hier überall die Sporen rumgeflogen sind. Man sieht auch, wie kräftig sie ist. Da wachsen jetzt überall auch schon die Seitentriebe von den Blattachseln oder beziehungsweise von den Blättern raus. Dann fangen wir mal hier ganz vorne im Folientunnel an. Hier habe ich jetzt die Striped Roman. Da die Pflanze, die ist mir damals in einem Topf wild aufgegangen und ich wusste nicht, welche Sorte das war. Dann habe ich die einfach reingesetzt. Die Samen waren im Kompost mit drinnen und geplant war sie nicht. Die muss recht lange warten, bis die also richtig ausgereift ist, dann schmeckt sie mir erst süßlich oder so. Ist halt so eine Flaschentomate und wenn man die früher erntet, dann ist die halt ja mehr wässrig und nicht so schön süß. Also es hat dann wahrscheinlich auch mehr zum Grillen oder zum Einmachen gedacht, beziehungsweise zum Ausholen. Und das mache ich ja nicht. Ich esse ja meine ganzen Tomaten so roh und grill mein ganzes Zeug nicht, beziehungsweise koche es nicht. Dann, wenn ich dann so weitergehe, habe ich dann hier eine Reihe Cocktailtomaten. Das ist die Sorte Blush Tiger. Das ist eine recht ertragreiche Sorte und die ist richtig süß. Die gefällt mir. Und die Pflanzen, die schauen auch richtig kräftig und gesund aus. Die hatte ich auch letztes Jahr im Anbau. Habe ich jetzt dieses Jahr auch vermehrt. Also ganz im Allgemeinen habe ich nur dieses Jahr begrenzte Sorten. Ich glaube zu 10. 12 Stück, einfach nur die Sorten, die mir halt wirklich schmecken, weil ich halt die letzten beiden Jahre auch Sorten hatte, die mir nicht geschmeckt haben. Und ja gut, das waren dann meistens solche Flaschentomaten, die halt einfach nach nichts schmecken, die halt mal vielleicht auch zum Einlegen oder sonst irgendwas gemacht oder zum Ketchup machen. Das brauche ich halt alles nicht. Aber hier, wie gesagt, die Blush Tiger, die ist auch recht ertragreich. Die Pflanzen sind auch jetzt noch momentan kräftig, trotz der Braunfäule, geht auch bis zu an die Decke und das Problem ist halt bei der Decke, dass ich da nicht abseilen kann, weil dann sonst die Früchte am Boden sind und das hat dann fangen die an, entweder die Schnecken dran zu knabbern oder dann auch zu schimmeln. Hier drüben, das ist die Sunweaver, das ist momentan die größte und längste Pflanze bei mir, die geht da bis an die Decke und hat auch schon mehrere Triebe. Eine wunderbare und super Pflanze, bildet auch hier so schöne leuchtend gelbe Früchtchen, sind auch, haben auch eine angenehme Süße. Das ist eine Open Source Tomate, die habe ich vor 2 Jahren von der Heinrich-Böll-Stiftung. Da haben sie die Samen verschenkt, von daher habe ich sie. Unglaublich braun- und krautvolle Resistenz, sogar im Freiland. Also im Freiland ist die mir erst im November durch den Frost kaputt gegangen. Egal wie viel es geregnet hat, die hat kaum Braunfäule bekommen. Also sehr auch robust und das ist wirklich eine super starke Pflanze und die hat überhaupt, da habe ich nicht mal ein Blatt abzwicken müssen wegen der Braunfäule, obwohl es hier überall die Sporen rumgeflogen sind. Man sieht auch, wie kräftig sie ist. Da wachsen jetzt überall auch schon die Seitentriebe von den Blattachseln oder beziehungsweise von den Blättern raus. Hier am Anfang des Tunnels ist die Erde noch nicht ganz so gut. Da kann man jetzt auch sehen, dass ich wegen der Braunfäule die Tomaten oben abgeschnitten habe. Jetzt sind es nur noch so kleine mickrige Pflänzchen. Die waren einfach nicht kräftig genug. Der Boden ist auch noch nicht ganz so gut. Und das sind jetzt überwiegend grüne Molladeschen. Das ist eine goldgrüne Tomate. Die sind auch recht süß und schmackhaft, wie gesagt. Aber die sind etwas braunfäuleempfindlich, wie ich jetzt feststellen durfte. Habe ich aber auch jedes Jahr im Anbau, ist eine russische Sorte. Hier habe ich auch noch welche. Also hier die Pflanze, der geht schon mal ein bisschen besser.
Und hier vorne, da, das sind jetzt zum Beispiel rote Ochsenherzen. Da habe ich auch ganz viele, habe ich auch hier so eine Reihe gemacht. Das dürften die Ananastomate sein. Da habe ich auch so 10 bis 15 Pflanzen, die bilden richtig große Früchte. Können auch bis zu einem Kilo schwer werden, zeige ich euch dann nochmal später, weil ich sehr viele solche flammenartigen Tomaten habe. Das könnte auch die Olympische Flamme oder ich glaube auch Lover's Lounge sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das sind auch zwei super Sorten. Also ich mag diese flammenförmigen Tomatensorten. Genau wie da hinten, wie ich euch gesagt habe, die Blush Tiger. Gibt es auch eine Amish Blush Tiger. Das ist eine andere Version, die dann anstatt rötliche Streifen hat, so pinke Streifen hat. Die ist auch recht interessant. Die schau mal auch, ob ich sie mir besorge fürs nächste Jahr, weil ich da dafür Interesse habe. Und hier jetzt zum Beispiel, das ist eine andere Cocktailtomate, habe ich auch dieses Jahr zum ersten Mal im Anbau. Das ist die Sunrise Bumblebee. Die, wie gesagt, auch so flammenförmig. Die wird dann noch weiter dunkelroter, je mehr die in die Reife kommt. Schaut dann richtig schön aus, also flammenförmig in dunkelroter Form. Die Pflanze, der geht es auch recht gut. Wird jetzt nicht ganz so hoch, also die ist jetzt ungefähr 1,80. Das ist so eine Sorte, die nicht so groß heranwächst. Jetzt nicht zum Beispiel wie die Ochsenherzen zum Beispiel. Da habe ich auch noch ein paar Pflanzen, die auch so eine Decke hochgehen. Also hier jetzt zum Beispiel, das ist so eine Ochsenherz, die ist auch schon wieder zu groß. Kann ich auch wieder nicht abfädeln. Oder hier, das ist die Schokoladenperle. Ist auch so eine Cocktailtomate, die dann so ein paar braun-rote Früchtchen bildet. Ist so ähnlich wie die Black Cherry. Und diese Cocktailtomaten im Allgemeinen, die werden richtig groß. Also ich habe auch die Sunweaver im Gewächshaus. Das ist nur 2 Meter groß. Der Tunnel ist ein bisschen höher und kann ich auch besser abseilen. Die wachsen richtig hoch. Also ins Gewächshaus pflanze ich da eher weniger. Sowas wie die Ananastomate, die sind da ein bisschen kleiner und kompakter vom Wuchs her. Also so sind sie mir schon überall an der Decke rumgewachsen. Das hier ist jetzt eine braune Tomate. Da habe ich keine Ahnung, was das für ein Sortenname ist. Also ich habe sie damals von meinem Bauernfreund hier im Dorf, habe ich die mir geholt. Aber das, was er auf dem, beziehungsweise das er draufgeschrieben hat, da muss er auch irgendwas durcheinander gebracht haben. Das ist nicht die Sorte, die ich bei ihm geholt habe. Das ist eine ganz andere. Deswegen habe ich jetzt keine Ahnung, was das genau ist. Ich nenne sie jetzt einfach braune Tomate. Ist recht würzig im Geschmack und ich habe da wirklich keine Ahnung. So, und die habe ich ein paar mehr hier im Anbau, aber die ist recht schmackhaft. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Das hier ist jetzt die Chocolate Stripes. So eine braune Tomate, die so grüne Streifen bildet. Ist auch eine richtig schöne und schmackhafte Tomate. Die trägt jetzt auch reichlich die Pflanze. Das sind einige Früchte. Ist jetzt auch nicht so die richtig große Tomatenpflanze. Ist auch wieder überschaubar. Und von der habe ich jetzt auch wieder, wie letztes Jahr, habe ich sie zum ersten Mal im Anbau gehabt. Hat mir sehr gut gefallen. Deswegen darf sie hier weiter wachsen. Hier, das ist jetzt Torburns Terracotta. Eine Pflanze, die, beziehungsweise eine Tomatensorte, die ich letztes Jahr auch mit im Anbau hatte. Beziehungsweise auch da, dass ich sie bekommen habe. Hat auch eine würzige Note. Ist auch so eine braune Tomate. Gefällt mir auch richtig sehr. Oder richtig gut schmecken die auch. Und die Pflanze ist jetzt momentan auch recht kompakt. Ist nicht ganz so groß. Und hier drüben, das ist die Plan 9 from Outer Space. Eine wirklich sehr schöne Tomate. Auch von der Marmorierung, beziehungsweise auch von der Färbung. Die ist richtig schön dunkelrot und hier mit den gelben Streifen. Hatte ich letztes Jahr auch zum ersten Mal im Anbau. Es sind richtig schmackhaft und süß. Kann ich auch nur jedem empfehlen, die mal auch mit auszuprobieren. Manche Pflanzen, die sind recht kräftig, haben schon eine gute Höhe. Wie gesagt, liegt wahrscheinlich eher an der Erde. Die anderen, die sind da mehr so ein bisschen mickrig. Ich habe ja auch ein paar neben der Braunfolie, denke ich, dass da auch Rostmilben oder sowas mit dabei sind. Weil dann die Blätter auch anfangen, etwas gelblich und bräunlicher zu werden. Und ich habe halt dazu Fliegen und Mücken halt gesehen.
beziehungsweise andere Insekten. Das ist nicht unbedingt alles Braunfäule. Und das ist bei uns auch hier in der Region öfters vorgekommen, weil ich auch mit meinem Bauernfreund geredet habe und der hat das auch festgestellt, dass jetzt so seit 2 Jahren Rostmilben bei uns in der Region an den Tomaten mit dabei ist. Nochmal zur braunen Krautfäule. Ich habe ja schon bei mir in Telegram auch erzählt, was ich denn auf die Tomaten alles sprühe. Also momentan ist das jetzt hier zum Beispiel an dem Stängel, wenn ich die Tomaten haben. Ich habe da 2, 3 Pflanzen oder 4, nicht ganz so viele. Ich habe insgesamt auch nur 10 bis 15 Pflanzen rausgeschnitten von meinen über Hunderten. Da gibt es andere, die haben ja weitaus mehr entfernt. Zum Beispiel mein Bauernfreund, der hat erstens mal 4-mal mehr als ich im Anbau und hat dann auch die Hälfte rausgeschnitten. Aber jedenfalls, was ich hier jetzt mache, wenn die Stängel befallen ist, ich sprühe den jeden Tag an mit Natron und Knoblauchsud. Weil Natron hilft, den pH-Wert zu steigern und der Pilz mag den pH-Wert nicht, die Braunfäule. Und das Knoblauchsud, das nehme ich einfach wegen dem Allicin. Das ist so ein natürliches Insektizid. Deswegen kommt auch der Geruch. So auch den Pilz fernhalten wird ja auch oft bei, zum Beispiel bei der Pfirsich, pflanzt man ja auch Knoblauch unten drunter, damit halt die Kräuselkrankheit nicht kommt. Das ist ja auch eine Pilzkrankheit. Jedenfalls tue ich da noch einen Schuss DMSO mit rein, weil ich da auch gelesen habe, dass das die Zellen durchlässiger machen soll, damit halt das Natron und der Knoblauch vielleicht auch in die Pflanze reingeht. Also bei manchen Tomaten hat das funktioniert, dass dann der Pilz bzw. das dann wieder zurückgeht, dass dann ein bisschen, sagen wir mal, dass das wieder ein bisschen mehr grüner wird, wenn man, dass die Pflanze sich einfach erholt. Aber bis jetzt schauen wir mal, wie es mit ihr weitergeht. Der Pflanze ist ein so kleines Experiment, was ich dann hier noch machen möchte. Hier jetzt zum Beispiel, das ist die Black Prince, so eine schwarze Tomate wie die Black Crim. Habe ich dieses Jahr auch nur 2 oder 1 Pflanze, eigentlich recht wenig, hätte ich mehr anbauen müssen. Aber viele Schnecken haben mir auch bei der Anzucht die Pflanzen kaputt gemacht. Das sind auch so Sorten aus Russland, sind auch sehr zu empfehlen. Hier drüben, das ist jetzt auch wieder Zufall gewesen, das ist die weiße Zucker, eine weiße Tomate, auch recht süß dieses Jahr, ist auch recht schön, aber wie gesagt, das war jetzt nicht der Plan, dass die hier jetzt wächst, ist wahrscheinlich auch wieder vom Kompost, habe ich einfach gedacht, ja gut, lässt sie wachsen, habe ich die einfach hier reingesetzt, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Hier, das ist jetzt eine orangene Ochsenherztomate von meinem von der Familiensorte von uns, also unsere Familiensorte war ursprünglich eine rosane Ochsenherz. Die hat sich dann mit anderen gekreuzt und ist dann das erste Mal orange geworden. Das ist jetzt die zum Beispiel. Haben wir jetzt auch schon seit 5 Jahren im Anbau. Eine orangene Ochsenherz. Auch eine recht große Pflanze. Hier nochmal etwas genauer oder beziehungsweise näher. Das ist jetzt die Ananastomate. Da kann man schon sehen, wenn ich meine Hand drunter lege, ist eine recht große Frucht. Wenn Sie jetzt hier auch das Muster anschauen und die, wie gesagt, kann man nur empfehlen, recht große Früchte, schön süß und saftig, was man ja nicht so kennt bei Tomaten. Je größer die werden, desto weniger süßer schmecken die, sondern mehr so als mehr Wasser und mehlig manchmal auch. Ist nicht ganz so schön, aber die Sorte Ananas-Tomate kann ich nur jedem empfehlen. Und hier drüben, dieses Jahr nicht so toll. Die Feuerwerk ist auch eine russische Sorte, ist aber sehr anfällig für Braunfäule gewesen, wie ich feststellen durfte. Also die ganzen Pflanzen, die ich hier habe, die habe ich dann zum Teil oben abgeschnitten, abgeklipst oder wirklich unschön die Blätter auch weggemacht, dass die Pflanzen fast keine haben. Das ist ja auch nicht so gut für die Pflanze. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, habe ich hier oben ganz abgeschnitten, die treibt jetzt hier aus. Und das Laub ist auch nicht gerade sehr viel bei der Pflanze. Das ist hier jetzt die Pinko Ochsenherz. Von meinem Vater die ursprüngliche Sorte. Ist auch eine recht schmackhafte Sorte. Kann man auch bald ernten. Finde ich sehr schön. Habe ich auch ein paar Pflanzen. Ist auch recht süß, wie man es halt von Ochsenherzen kennt. Und dieses Jahr muss ich auch zugeben, dass ich kein Problem habe mit
aufgesprungenen Tomaten, also unten, weil sie zu wenig Wasser haben oder die Wasserversorgung unregelmäßig ist. Daher keine Schimmelgefahr zum Beispiel, ist auch recht gut. Deshalb bin ich da auch recht zufrieden, weil vor allem die Ochsenherztomaten, die sind dafür recht empfindlich. Hier, das dürfte die Yellow Fire sein. So wie die Form jetzt ausschaut, das schaut auch aus wie ein kleines Ochsenherzchen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Müsste sie aber sein, ist auch eine sehr schöne Tomate, schön süß und saftig. Und hier oben auch, oder hier, eine kleine Salbeipflanze wegen dem Geruch, beziehungsweise wegen der Ausdünstung, soll es mir auch helfen gegen die Braunfäule. Habt ihr auch mehr Pflanzen, hilft bis jetzt sehr gut. Wie gesagt, so viele Probleme mit der Braunfäule habe ich momentan nicht. Und hier drüben, da habe ich die Poster Colossus. Das ist eine riesengroße Fleischtomate. Habe ich nur eine im Anbau, weil das halt so eine Tomate ist, die richtig große Früchte zwar birgt, aber nicht so schön süß sind. Deswegen ja, habe ich nur eine wegen der Samenvermehrung mitgenommen, damit halt auch ich wieder Saatgut habe zum Weitergeben. Jetzt noch ein kleiner Einblick bei mir ins Gewächshaus. Das sind die ganzen Cocktailtomaten, die jetzt schon an die Decke wachsen ohne Ende. Und die haben halt hier nur ein paar Früchte. Und wenn ich die jetzt weiter runter lasse, dann nehmen zum Teil die Früchte am Boden. Möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Muss mal schauen, wie ich das jetzt handhabe. Ich lasse die einfach jetzt hier kurz und quer rumwachsen. Hier habe ich jetzt noch eine, habe ich noch die Black Cherry. Eine, auch wieder so eine Cocktailtomate, die halt recht bekannt ist. Die habe ich auch wieder einfach so im Anbau, nicht so viel wie letztes Jahr, aber auch sehr süß. Also die Black Cherry, die ist wirklich sehr bekannt. Und hier, wenn ich weiter reingehe, das hier ist die Eva's Sweet White. Auch eine wirklich sehr süße Cocktailtomate, also wirklich süß. Also die habe ich jetzt auch mehrtriebig gezogen. Dann ist sie ertragreicher, weil ja dort so wenig Laubwerk hat. Deswegen mache ich das halt, dass sie auch so viele Früchte bildet. Und wie gesagt, die kann ich auch nur empfehlen für, ja, für eure Kinder zum Beispiel. Weil so süß wie die sind, das ist wirklich zum Naschen so nebenbei. Das ist wirklich 1A. Hier draußen im Hochbeet habe ich noch die goldene Königin. Eine gelbe Fleischtomate, die auch recht süß ist. Und die schmecken wirklich gut. Ist ja jetzt draußen im Freiland auch wegen der Braunfäule ein bisschen abgeschnitten halt. Kann auch nicht viel ändern. Ich habe da noch neben der Goldenen Königin auch die Sunviva oder beziehungsweise die Eva Sweet White, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Habe ich nicht mehr so gut beschriftet. Aber das wird da für Freilandtomaten lädt jetzt nicht so ein. Noch zum Abschluss hier meinen eigenen vier Wänden. Ist ein bisschen draußen regnerisch, deswegen mache ich das jetzt hier drin. Die ist etwas wärmer und nicht ganz so feucht. Jedenfalls habe ich noch bei der Aufnahme eine Tomate vergessen. Das hier habe ich jetzt auch das erste Mal im Anbau, die Pink Siberian Tiger. Das ist so eine Tomate, die so rosa-rot mit grünen Streifen wird. Ist auch sehr schöne Tomate, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und ich habe auch schon im Video erzählt, viel weniger Tomaten dieses Jahr im Anbau. Mal schauen, ob es mehr wird. Ich gucke mal, ob ich mir interessante Sorten fürs nächste Jahr wieder ertausche. Aber momentan bin ich recht zufrieden. Jedenfalls werde ich alle meine Tomaten auch von hier wieder fleißig Samen nehmen. Vor allem von der Sunviva wegen der Braunfäule, dass ich da einfach eine Grundlage habe. Weil die Tomate, die ist, schmeckt mir erstens richtig gut. Und die hat wirklich bis jetzt immer noch keine Braunfäule, obwohl wir jetzt schon wieder die Tage richtig herbstmäßig haben mit viel Regen, kalte Nächte und sowas. Das ist nicht ganz so gut. Jedenfalls meine Saatgutliste, die werde ich auch aktualisieren und up-to-date halten. Und die verlinke ich euch natürlich auch wieder in der Infobeschreibung, beziehungsweise kann man auch auf meiner Webseite finden. Da tausche ich gerne mit euch Saatgut oder gebe euch an euch einfach was weiter. Ich nehme da wirklich sehr viele und auch genug. Also das mache ich in einem mit der Gärmethode. Das heißt, dass ich die Samen in einem Glas abfrieme oder auslöffel, sage ich mal, wenn ich die Tomate essen möchte. Tue dann Wasser rein und lasse ihn dann für 2 bis 3 Tage stehen.
stehen, da vergärt das alles. Dann bleiben dann die, geht halt die ganze Haut, zum Beispiel so kleine Hautfetzelchen vom Samen weg und der ganze Glibber. Und dann kann man die auch schön abmachen, schaut ein bisschen schöner aus, wenn man die auch zum Beispiel weitergibt. Da legen sehr viele Menschen auch Wert drauf, dass es jetzt nicht unbedingt so in diesem Glibberzeug auf dem Zeber drauf liegt, dass die solche Samen bekommen. Ist aber jeder seine Sache. Jedenfalls soll auch die Keimrate dadurch erhöht werden. Und bis jetzt habe ich da ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, das mit dem Zeber kann man auch machen. Einfach auch mit dem Zeber in die Erde geben, da bleibt es schön feucht. Da muss man jetzt auch nicht viel machen, nicht immer extra feucht halten, zum Beispiel beim Töpfchen. Das kann auch ziemlich gut die Keimrate konstant halten. Und sonst ist das Tomatenjahr für mich jetzt auch doch recht akzeptabel. Habe jetzt auch schon einiges ernten dürfen, schon 3-4 Kisten. Werde ich euch hier jetzt wahrscheinlich einblenden, aber wenn ihr aktuell bleiben wollt, dann folgt mir doch bitte auf meinem Telegram-Kanal. Da lade ich eigentlich immer wieder Bilder von meiner Ernte hoch. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und sonst, wie man das ganze Social-Media-Zeug, folgt mir auf Facebook, Twitter, Instagram, habe ich leider nicht. Werde ich wahrscheinlich machen, das wird mir auch ein bisschen zu viel. Und sonst findet ihr weitere Unterstützungsmöglichkeiten oder wie das Projekt auch entstanden ist. Auf meiner Webseite ist auch natürlich alles unten verlinkt. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben, einen Kommentar, wie ihr zum Beispiel das Video findet oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert und dann auch auf die Glocke drückt, damit ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade, damit ihr einfach kein Video verpasst. Und wie einfach up to date seid, wie sich das Projekt weiterentwickelt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. So, und für alle, die noch dran geblieben sind, jetzt ein kleiner Ausblick von meinem Zimmer hier aufs Gewächshaus bzw. in die Kompostecke. Da ganz hinten wuchert die Zucchini auch schon runter über den Kompost hinaus und das alles hier, das ganze Geranke schon auch auf den Lorbeeren drauf. Das ist der persische Kürbis, der 850 Jahre alt ist, also eine 850 Jahre alte Sorte, bildet riesengroße Früchte, werde ich wahrscheinlich auch mal nochmal ein separates Video dazu machen, wenn ich den ernten möchte. Aber da ist, kann man jetzt schon ein bisschen was sehen. Die Früchte, da gibt es auch schon Früchte, die sind so circa 60 bis 80 cm groß. So erst hier am Anbauen bin dann recht zufrieden. Hier jetzt auch nochmal ein paar Gurken, die im Hochbeet die Tomatenstäbe hochklettern.